OSM2World dient zur Erzeugung von 3D-Modellen aus OpenStreetMap-Daten und dieses OSM2World hat jetzt einen Facelift bekommen und das wird uns jetzt Tobias Knäher vorstellen. Ja, danke für die nette Begrüßung. Dass es 2019 möglich ist, OpenStreetMap-Daten in 3D darzustellen, dürfte wahrscheinlich niemand mehr hier überraschen. OSM2World dürften auch viele schon kennen. Was jetzt aber neu ist, ist, dass ich seit Ende letzten Jahres zusammen mit Carlos vom Projekt OSM Go daran arbeite, OSM2World ein WebGL-basiertes Frontend für die Nutzung im Browser zu verpassen. Das habe ich in Form einer Live-Demo hier auch mitgebracht. Will ich gleich mal hier vorführen. Das ist jetzt also eine Darstellung von 3D-Modellen auf Basis von OpenStreetMap-Daten mithilfe von OSM2World konvertiert in ein kachelbasiertes Protobuf-Format, das eben die konvertierten 3D-Modelle enthält und das jetzt hier im Browser mit WebGL dargestellt wird. Diesen Ansatz, WebGL zur Darstellung von 3D-Daten auf OSM-Basis zu verwenden, haben auch andere schon versucht, teils schon vor einigen Jahren. Und dafür gibt es einige Gründe, denn das ist letztlich eine sehr effiziente Methode, viele Probleme gleichzeitig zu lösen. Zum einen hat man hier jetzt die Lösung von rein statischer Darstellung, das heißt zum Beispiel die animierte Wasseroberfläche wäre ein Beispiel dafür, was mit der alten Technologie nicht möglich gewesen wäre, aber eben auch die Möglichkeit zur Interaktion mit dieser Karte. Das heißt, man kann jetzt diese 3D-Ansicht beliebig von der Fußgänger- in die Vogelperspektive kippen. Man kann damit navigieren und so interagieren, wie man es eben von einer Online-Karte heutzutage gewöhnt ist. Zu so einer Interaktion gehört heutzutage natürlich auch, dass man Objekte selektieren kann. Also ich könnte jetzt hier dieses Gebäude anklicken und mir auf OSM anzeigen lassen, was für Tags es hat. Das ist bis jetzt noch nicht sehr schön integriert, aber die Möglichkeit ist da und das Potenzial ist damit auch gegeben. Ja, was ich persönlich auch schön dran finde, dass man hier diese freie Kameraperspektive hat, ist, dass man jetzt Details sieht, die OSM2World bisher schon konnte, aber ja, die einfach zu klein waren, als dass man sie mit der Standardkameraperspektive gesehen hätte. Also zum Beispiel hier halt, dass dieses Tennisnetz da in 3D dargestellt ist oder andere Details mehr. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber das hat natürlich auch gewisse Herausforderungen. Der größte Faktor hier ist eben einfach Performance. Der Client muss deutlich mehr leisten, als er es zum Anzeigen einer klassischen Slippy Map mit statischen Bildern, mit Open Layers oder Leaflet getan hätte. Und wir haben schon recht viel Arbeit reingesteckt, das schneller zu machen, werden das auch in Zukunft noch tun müssen. Zum Beispiel hier jetzt dieser Wald, werden natürlich jetzt nicht die Geometrien für alle Bäume nochmal in Kopie übertragen, sondern es wird halt ein Baumodell übertragen und der Client kümmert sich dann darum, es an die richtige Stelle zu setzen. Ähnlicher Ansatz zum Beispiel hier oben bei diesen Autos auf diesem Parkplatz. Da wäre es natürlich auch unsinnig, die Autos jeweils in Kopie als Geometrie zu übertragen, sondern das erledigt der Client. Der Client tut auch noch ein bisschen zufällige Variation hier bei den Farben einbauen und spart damit Bandbreite und spart dem Server auch Arbeit. Das ist auch generell so das Prinzip hier bei einigen anderen Sachen. Ein weiteres Beispiel außer diesen Modellinstanzen ist, dass wir zum Beispiel Extrusion von Features auch clientseitig jetzt erledigen. Hier habe ich ein Beispiel, zum Beispiel bei dieser Brücke. Wenn man da näher ranzoomt, sieht man irgendwann, das Brückengeländer, das will man natürlich jetzt nicht als Dreiecksmesh vom Server übertragen, sondern da überlässt man es auch wieder dem Client, Sachen lokal zu berechnen. Solche Details wären jetzt auch natürlich ein Kandidat für Level of Detail. Da ist noch einiges, was wir in Zukunft geplant haben. Für den Moment will ich noch betonen, 3D sind ja nicht nur Gebäude und hier, denke ich, sieht man auch ganz gut, eine realistisch dargestellte Straße wertet das Bild auch ungemein auf. Ja. So viel jetzt erstmal hier zur Technologie. Wie gesagt, ein großer Vorteil ist, der Server wird entlastet und damit kann jetzt hoffentlich dann auch diese Beschränkung der aktuellen OSM2World Online-Karte auf den deutschsprachigen Raum mal wegfallen. Es gibt ja schließlich auch anderswo schöne 3D-gemappte Gelände, zum Beispiel jetzt hier in Toronto. Hier ein Beispiel aus Moskau, wo auch sehr viel Mapping-Arbeit reingesteckt wurde. Hier Beispiel aus Warschau, glaube ich.
Wenn man da so in den Hintergrund schaut, da gibt es so ein extrem detailliert gemapptes Stadion, was eigentlich die Grenzen dessen, wofür die Simple 3D-Building-Tagging-Schemata gedacht waren, schon ein bisschen sprengt. Und damit man auch solche Sachen, die mit OSM schwer oder eigentlich gar nicht mehr gehen, abgebildet bekommen, haben wir auch schon Unterstützung für das 3D-Model-Repository eingebaut. Also dieses Eiffelturm-Modell ist jetzt nicht in OSM, sondern es ist nur aus OSM heraus verlinkt und liegt aber auf dem 3D-Model-Repository, wird aber eben mit kompatibler Lizenz hier nahtlos eingefügt. Ja, wie geht es damit jetzt weiter? Das Ziel müsste jetzt erstmal sein, diesen aktuellen hier gezeigten Feature-Stand stabil hinzubekommen und schön zu veröffentlichen. Das wird in den nächsten Monaten hoffentlich geschehen. Wir können dabei auf jeden Fall eure Unterstützung gebrauchen. Das kann auch einfach sein, dass ihr zum Beispiel als Beta-Tester euch bereit erklärt, das Ganze auf Herz und Nieren zu überprüfen. Natürlich ist Entwicklungsarbeit auch viel zu leisten, sei es Frontend-Arbeit, sei es Grafikprogrammierung, sei es Arbeit am Server-Backend. Und wo wir auch immer auf der Suche sind, sind zum Beispiel ja, Leute mit einer kreativen Ader, die uns schönere Texturen machen, schönere 3D-Modelle, weil das Ganze optisch doch noch deutlich aufwerten würde. Wir haben vor, am OSM-Samstag auch einen Themenblock zu OSM to World, dem Frontend und allem, was noch dazugehört, zu machen. Bis dahin, ja, kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bereit seid zu helfen, in Person oder online. Danke für eure Aufmerksamkeit.